Die Energy Zusatz zu Timberborn. Ja, wir haben jetzt wieder Dürre, aber bloß eine 5 Tage Dürre. Also entspannt, die sag ich jetzt mal. Wasser haben wir ja Gott sei Dank eigentlich immer fähig nur da gehabt. Jetzt haben wir bloß gerade das Problem, dass wir fast keine Energie haben. Gott sei Dank haben wir jetzt ein bisschen die am Werke. Aber viel zu wenig. Da müssen wir mal ausschalten. Wir können wir ausschalten. Bei 1300 können wir sagen, One da jetzt mal überhaupt. Wir haben mit den da aus und den da. Dann haben wir bloß noch Ones. Das da mal ausschalten. Papier. Bücher. Wie bitte? Wo haben bitte die 3000 Bücher hier? Jesus Christ. Ah ja, klar, jetzt ist natürlich da auch kein Wasser mehr, weil was nicht oben kommt, kommt auch nicht da unten her. Wenn man da nicht über das drüber kommt, dann wird da natürlich nichts draus. Schau mal, wird das auch wieder mehr da? Ich glaube schon. Jo, das müsste da wieder mehr werden. 65, 66, genau. Also unsere neue Linie, unsere 5D, die pumpt ja erst, wenn das auf über 1 ist. Also alles, was über dem da ist, beziehungsweise dann da über den, wird da erst weggepumpt. Aber soweit muss es erstmal kommen. Dem hier mal gucken. 230. Aha. Problem ist halt wirklich die Energie da herum. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass mal da rum eine Batterie herbauen irgendwo. Hm. Und das habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht, dass wir natürlich auch eine Batterie brauchen. Und das habe ich nicht gedacht. Ich glaube, wir können das auch mal ausschalten inzwischen. Ich glaube, dass wir keine 75.000 Wissenschaftspunkte brauchen. Weil 600, 750, 500, 200. 1800 habe ich schon freigeschalten. 4000 gibt's uns nichts mehr. Bin schon durch mit dem Freischalten eigentlich. Dem her stehe ich nicht ganz. Okay. Ich denke, das ist ein bisschen besser da performt. Ja, also Plan ist ja eigentlich, dass das mit den Pumpen da vorne dann während der Dürre einfach immer den gleichen Wasserstand halten kann. Und jetzt haben wir ja schon 4 da. Wo sind nur eine hier da? Schaut's mit dem Rohr da unten aus. Ja, da pumpen wir jetzt die 4. Gibt es ja natürlich nicht Ultra-Fail. Ding jetzt mal. Jetzt geht er wieder oben, wieder Wasserstand. Ist wahrscheinlich da oben wieder. Ja, genau, da wird es wieder weniger. Das ist wahrscheinlich sehr knapp schon wieder. Ich nicht mit 2-2. Hm. Jetzt hätte wieder dieses Thema mit. Wo soll ich die Energie hernehmen? Keine Aufgaben in Reichweite, ey, boah, schon. Schaut's euch inzwischen raus. Immer noch nicht so der Burner mit den hier.
Kastanienbäume. Brauchen einfach ewig lang. Du, di, du. Schaut sich jemand woanders. Macht so immer mal so, ha? Drei, sechs, neun. Kennen aber mehrere da wohnen. Das wird sie wie. Da hat so viel Leute da, die wo das bauen können. Und einfach alles so schnell fertig. Crazy. Ah ja. Wegen muss ich da noch herbringen. Kaching. Gut. Schaut zum Wohre aus. Wohre. Oh, Wohre. Ja, langsam, langsam geht's oben. Aber besser aus, wie das Instant oben geht. Okay, dann müssten wir da erstmal das jetzt da mal priorisieren einfach. Das und das da und da. Dass das da mal placed wird. Allgemein Dynamit 400. Oh, geht doch relativ. Ja, okay, wir springen auch relativ fei. Aber geht halt doch relativ schnell oben, gell? Jetzt kann ich da so wenig, oder es nicht geht. Ist schon witzig. Und dann können wir da so viel, oder es geht. Und dann können wir da nicht so viel, oder es geht. Nach der Tür können wir da so viel, dass man nicht weiß, wo ich damit. Schaut mit dem Mehl aus 1085 oder her. Das ist amazing. Das so geht. Ah. Aha. Schaut jetzt so im Wasserstand aus. 2,11. Mhm. 2,10. Schaut so mit Energie. Schaut gut aus. Dann da jetzt mal ein bisschen runtergehen. Jetzt kann man auch dort direkt mal schauen. So. 064, dann setzen wir nochmal zurück. Actually pumpt jetzt ja nur noch dieses Eck da ab, da herunten. Und das pumpt er direkt da herum ab. Dann muss er sowieso erstmal da rein und dann weiter. Kann dann gar nicht aus, ist mir schon aufgefallen. Also ich weiß nicht, die zweite Pumptiefe ist einfach so effizient dann auf einmal. Weiß nicht, ob das mehr ausmacht, desto weiter das unten ist, desto mehr pumpt ist oder so, keine Ahnung. Steht ja auch nichts drin so. Es sagt nur, dass es pumpt und ein Tee pumpt. Mehr sagt ja nicht, das Spiel sagt ja nicht so, ja, desto tiefer du pumpst, desto mehr pumpst du. Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Aber was macht schon Sinn manchmal? Bin und sich zieg. Ich sind hier, wenn.
wird es wieder niedriger. Verstehe jetzt nicht. Warum schaut es gut aus, oder? Ja. Ist pumpt da um. Soweit ich das sehe. Verstehe nicht, was das Problem ist. Muss ich aber glaube ich auch nicht. Gebäude abreißen. Können wir vielleicht den ganzen Weg abreißen. Ja, kann ich. Das ist ja geil. Bleib gar nichts mehr da. Bleib da ja gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Brauchen wir da was zu Dynamit. Es ist schon fei, ne? Es ist schon richtig fei. Separate Signale, so genau. Also, Nachfrage 9100. Auf 2, dann auf 2. 2,5. Da pumpt das Ganze rein. Also da kannst du dir so ultra lange Wasserding einbauen. Du kannst da zum Beispiel sagen, oh, wir machen mal da einen riesen Tank einer. Dass du einfach einspringst, bis du auf dem Nuller bist. Und dann halt irgendwie versuchst du es außer zum kriegen wieder. Aber es macht meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn. Frage ist, ob die arbeiten können, wenn sie unter Wasser haben. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube jetzt auch nicht. Das Wasser kommt man nicht so ganz durch, ne? Sprengung! Unterleg, Alter. Na. Natürlich ist da jetzt wieder so ein Ding, dass wir da nur mal was herbauen müssen. Mein Gott. Dann place mal da mal wieder Dynamit. 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 Aber wir haben ja schon gut weggemetzert. Müssen wir jetzt dann bloß wieder Dynamitschmiede anschmeißen. Dass wir da wieder sauber Ding rein. Ich muss sagen, das ist gar nicht so dumm gewesen, gell? Ist einfach viel schneller dann wieder auf dem Punkt ist, wo man hin muss. Jetzt läuft es schon wieder rein. Das ist gar nicht so dumm gewesen. Echt ganz interessant. Ist das so gut funktioniert? Jetzt ist er mir. Oh, das ist natürlich jetzt wieder doof, ne? Deich. Aber ganz cool, jetzt mal das erst bauen dazu.
Jetzt mal zum Ausprobieren. Bauen wir sowieso immer über dem Punkt, glaube ich, an. Ich glaube, dass man immer über einen Ohrenser Block kann. Aber das war schon mal ganz praktisch zum Wissen da. Machen wir bitte auf hohe Priorität. Und dann geht's da wieder weiter. Im Ganzen. Schön ist jetzt, wenn der Pegel hochgeht, dann wieder stetig hochgehen. Weil immer mehr Wasser dazukommt, was wir gerade haben. Aber das ist ja dann mehr oder weniger der Punkt, den wir bearbeiten jetzt dort, dass dann da ein Wassertank mehr oder weniger ist, der wo das Wasser aufbewahrt. Was eigentlich zu viel neu kommt, wo die ganze Zeit dazu kommt. Und dann können wir von da aus mehr oder weniger sagen, jo, da geht das auf, da geht der Strang, da geht der Strang, da geht der Strang, aber das geht dann nicht direkt wieder da rein. Nein, nein. Oder es wird nicht irgendwie abzapft oder so. Das Wasser, was dann da unten dann wieder aufkommt, das geht dann Richtung da rauf, dann geht das da rauf und da werden dann nochmal Tank sein und dann geht das erst wieder. Weil da geht es so weit auf, das ist so weird. Und da geht es dann erst wieder da herum einer. Dass das nochmal so einen komischen Ding hat. Aber alles mit der Zeit. So. Wie schaut der Pegel aus? 265, genau. Da läuft es überall eine, da läuft es eine, da läuft es eine. Ah, ich bin gerade dazugekommen, wo es angefangen hat wieder. Cool. Das ist ja cool. Okay. Da soll jetzt wieder einer laufen, gell? Dann läuft es da wieder einer. Und dann zu jetzt, wenn es zwei wird, da dann noch einer laufen. Ist das da schon gebaut? Ja. Gut. Ist auch. Ja. Ich glaube manchmal, dass diese Dämme einfach das besser dosieren können dann. Weil wenn jetzt einmal ein bisschen zu wenig kommt, dann ist dann nicht so, oh, es ist gleich ein ganz super GAU oder so. Sondern ja gut, jetzt kommt ja mal ein bisschen kurz was nicht. Und dann kommt wieder ein Stoß und dann geht es sofort wieder weiter. Und nicht, oh, ich muss das ganze Ding jetzt auffüllen. Weil normalerweise läuft das ja dann erst immer doch gleich ab. Und jetzt ist es halt so, oh ja, passt. 5 Minuten kommt dann der erste die erste Lieferung an Wasser oder so. So. So, Dala. Da geht's, da geht's, da geht's. Ja, ja, das läuft gleich wieder ab. Da. Einfach 2.500 Wasser haben. Ja, das läuft auch gleich wieder alles ab. Das ist ja alles schon getestet, so wie es ist. Das wisst man ja, dass es wieder wegläuft. Aber es dauert immer einen kurzen Moment, wenn es wieder, wenn das Wasser wieder kommt, dann dauert es wieder, bis alles wieder weg tut. Und prinzipiell war es am coolsten, wenn das gar nicht mehr da wegschwappt. Sondern halt alles da auch verschwappt dann. Aber das ist etwas, das wohl wahrscheinlich nicht passieren wird. Wo ich eh schon alles mögliche versucht, dass ich das alles da nicht mehr hab. Aber wir gehen wirklich wieder nach unten, gell? Muss ich schon sagen. Wasserstand. Die 5. hat schon irgendwas gebracht, aber sie geht so auf. Hm. Das ist schon komisch. Okay. Ob mir die Tanks brauchen? Konfisten Boden, oder? Na. No.
Stimmt, die kann ja auf Plattform bauen. Das heißt, die kann dann Wasserspeicherturm bauen. Dass sie die Sauna halt speichern kann, in Anführungszeichen. Und dann abrufen kann, wenn ich es brauche. Könnte man rein theoretisch bei so Wassertanks machen, weil in den Wassertanks ja wirklich das Wasser nicht verloren geht. Es versiegt dann nicht und so. Also in denen. Das Wasser, wenn ich jetzt sage, kann jetzt zwar nicht passieren, aber das sechst halt dann auch. Dass das so ist. Sechst dann halt auch, wenn es lau oder voll ist. Entschuldigung. Können wir da der Gener, der klassische Gener. Bei der zweiten aufgenommenen Folie. So. Wie schaut der Wasserstand jetzt eigentlich aus? Ein 14er, hä? Aha. Okay. Okay. Zwei 75. Zwei 76. Geht so ganz langsam irgendwie nach oben, glaube ich. Schaut schon so aus. Okay. Aber ist jetzt nicht befürchtenswert oder so, dass man sagt, oh na, das geht gleich über. Na, na, das nicht. Da läuft es schon oben. Okay. Gut. Gut. Das funktioniert zwar immer noch nicht so ganz, aber wir haben ja immer noch auf dem Warten da, dass das fertig wird. Aber jetzt wollen wir das gerade wieder einfallen. Ich wollte auch mal dem Einser das Dynamit wieder anschalten. Machen wir 3-3. Drei Dynamit und drei Papier. Drei Papier, zwei, zwei, sechs. Ja, zwei könnte man da betreiben. Braucht man zwei für. Na, drei für zwei. Aha. Das ist ja ganz eine komische Kette. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das immer noch komisch, dass da keine Holzblöcke mehr stehen. Weil das so lange jetzt wieder auf der Seite immer war. Hm. Da unten wollte ich irgendwas bauen wollen oder nicht. Okay. So ja, so funktionieren. Nehmen wir. 1, 2, 3. Und auf dem unteren, da kann ich jetzt springen, gell? Ah doch, da kann ich sogar springen. Ist noch nicht mehr unter. Also haben wir dabei 1, 2, 3, 4. Für 60. Kann leider bloß 4, gell? Also ich muss auf der Ebene muss ich mal Tanks errichten. Hm. Sag ich sowieso, ich fahre mit einem 4er Innending an. Dann pumpe ich das erstmal bis oben. Und dann immer halt einen Ring außenrum, der wo immer wieder bis oben geht. Ich habe keine Lust auf Treppen bauen oder so. Da habe ich wirklich keine Lust zu. Dem her. Eins nach dem anderen. Jede Baustelle hat seine Berechtigung. Ah.
Das ist schon wieder gut Ladezeit, gell? Ah. Wie viel Papier haben wir denn noch da? Schon ein bisschen was, gell? Müssen wir da noch mal Dings herbauen. Und da noch mal zwei Ventrale herbauen. Da können wir auch noch mal uns herstellen. Das passt dann schon, ne? Genau. Wenn wir jetzt hochkommen, 900. Also, dem her. Gibt Schlimmeres. 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 Schlimmer. Schlimmer. Schnitzel ist. Hm. So, jetzt fürs Holzschlang schaut gut aus. Schaut es da mit den Kastanien aus. 300. Aha. Okay. Okay. Aber ich warte eigentlich die ganze Zeit nur auf die. Das ist das einzige, was ich die ganze Zeit warte, dass sie mal fertig werden. So was Nerviges. Okay, dann können wir die drei Wege auch schon mal abreißen. Okay. Okay, okay. Gut, also. Gestern haben wir ein bisschen längere Folge. Daher machen wir ein bisschen knappere oder ein bisschen kürzere. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Morgen schauen wir uns an, wie weit das wir kommen mit unserem Wassertank, unsere Neuer. Also, schaut's wieder ein. Bis morgen. Habe ich dir.